Es ist manchmal schon sehr random, Alter, wo sie Sachen aufmachen kann. Okay, nee, das Haus ist aber anders eingerichtet. Ein braves Reh. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum sie das macht. Aber die hatten ja auch Ausrüstung, ne? Und noch mal drei Puppen. Sammeln Experiment PF Nummer 23, Codename Die Schöne und das Biest. Testergebnisnotizen, die Erschaffung der perfekten Umgebung für jeden Test ist zum Kernstück meiner Studie geworden. Ich weiß jedoch, dass nur eine überzeugende Inszenierung die Fiktion zum Leben erwecken kann. Ich werde nun die Kulisse so gestalten, wie ein Bühnenbildner ein Spielfilm sie tun würde. Damit ihr hört, wie das tatsächliche Haus der im Reim erwähnten Person aussieht. Mit kleiner persönlichen Akzenten und realistischen Gegenständen, zusätzlich zu den wenigen bisher verwendeten Schlüsselgegenständen. Mit den Zeichnungen, Puppen und persönlichen Briefen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, aber unvollständig. Ich werde mit der Ausstellung weiterhin kontrolliert vorgehen, bis ein funktionsfähiger Bestand erreicht ist. Es ist entscheidend, dass ich hiermit Erfolg habe. Die dimensionale Öffnung, die ich an diesem Ort zu manifestieren versuche, wird eine bahnbrechende Leistung sein, die manche nie würdig ist. Oh. Oh, warte, da ist noch mehr. Watery. Ach ne, das kann ich bei Puppen einordnen. Okay. Zweifel noch. Das sind wahrscheinlich dann die, die wo im Ding fehlen. Nee. Ah, Reime von. Hä? Bright Falls? Hä? Umfeld der Kinderreime. Achso, da unten. Ja. Also da unten fehlt auch ein Haufen. Was ist das für ein Aufbau? Warum das Stativ? Ein Experiment vielleicht? Das Ziel des FBC, eine Art dimensionale Öffnung zu schaffen. Fiktion und Realität beeinflussen, kommt mir bekannt vor. Parafiktionale Forschung. Also müssen wir unbedingt nochmal hin, wenn wir mal mehr wissen. Oder kann ich die Kinderreimdinger jetzt schon machen? Eine Jungfrau, fleißig und klug. Eins in den Wald, sie lief zum Biest der Burg. Wald. Denkensaga. Der König des Waldes stahl ihr Herz. Nee. Ah doch. Monster. Oh. Puppe, König des Waldes. Hatte ich nicht einen König? Ich habe keinen König, scheiße. Ohne Sorgen lebte sie in Freude und Scherz. Was kommt da oben hin? Jungfrau fleißig und klug.
einst in den Wald sie lief zum Biest der Burg. Der König des Waldes stahl ihr Herz. Nee, warte mal, König des Waldes. Der Bär. Und er stahl ihr Herz. Und ohne Sorge lebte sie in Freude und Scherz. Ja, ich habe auch keinen König, ne? Nee. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich glaube, mir fehlen aber auch noch welche. Oder mir fehlen noch welche, so rum. Alter, scheiße, jetzt darf ich da komplett immer durchlatschen. Let's go! Oh, ich bin froh, wenn wir hier wegkommen von dieser scheiß Musik alle 5 Minuten. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich da nicht hin kann, zu diesem, weil da so ein Zelt ist. Hier rum? Was ist das für ein rotes Licht? Achso, das Ding. Ne, da müsste ich dann da rum. Wow. Ich will das ausschalten. Die Musik nervt. Ich will zu dem Flussding schauen. Ist das dann da hinten gewesen? Hä? Ah ja, doch, war wirklich da. Hier rum. Ah ja, zum Zelt kommen wir jetzt halt. Da ist auch so ein Kinderreimding. Dort drüben ist ein Reim. Ein Teufel lockte mit den Preisen der Tiere zwei. Eins in sein Boot geschickt herbei. Wer wohl schwimmt und wer wohl singt, der Teufel fragt geschwind. Der Elch alsbald ins Wasser klatscht, allweil das Reh von dannen eilt. Elch ins Wasser? Das Reh von dannen eilt, also wird das Reh dann noch im Dinge sein. Hä? Hirsch? Elch. Aber Reh ist doch kein Elch. Hey, Hirsch. Doch wer von Ihnen wohl noch unter den Lebenden weilt? Ist ein Teufel? Oh, scheiße. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Meine Güte. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten. Oh. Mr. Tributal ist meinem Fuß und Schaden bei niedriger Gesundheit.
Okay, da kriegt man dann die Dinger her. Aber warum Elch Reh sagen, wenn es dann am Ende Hirsch ist? Oh, scheiße. Oh, noch ein Pfeil. Alter, wo gehe ich jetzt da gerade hin? War ich hier schon mal? Oh ja. Da muss jetzt zum Ausgang gehen. Ich muss zugeben, ein bisschen Schnellreise würde ich mir schon wünschen in dem Spiel. Könnte ich dann den Reim oben beim Leuchtturm auch machen und kriege ich dann ein Ding oder einen Schlüssel dafür? Alter. Ja, die anderen Typen sind scheinbar nicht mehr da. Ich kann das immer noch nicht aufmachen. Gott, kotzt mich das an. Kann ich da rein? Von der anderen Seite verschlossen. Soll jetzt uns nicht auffallen, wenn wir da irgendwie reinkommen. Ah, über das Gitter kommen wir rein. Wenn wir Mr. Bolzi endlich finden würden. Oder in eine Sorgenkinder rein. Kinderpuppe. Da fehlt wirklich bloß nur der wo im Ding ist, ne? Wo es geheißen hat, der ist im... Noch ein Reim. Der alte Fischer hatte Glück, ein großer Fang, er brachte vom Meer zurück. Doch ein hungriger Gast erleichtert, fand im Laster des Fisches voll bis zum Rand. Hä? Haben wir einen Fischer? Weißer alter Mann, glaube ich, ne? Alter Fischer. Doch ein hungriger Gast Erleichterung fand. Das ist falsch. Ja, danke. Macht keinen Sinn. Großen Fang brachte vom Meer zurück. Im Laster des Fischers voll bis zum Rand. Da dann? Versuch's weiter. Nein. Ich weiß halt nicht, wen ich als hungrigen Gast nehmen soll. Sieht falsch aus. Ja, schön. Der Kinderreim ist halt auch scheiße. Ich meine, alter Fischer ist mit altem Mann, okay. Aber ein hungriger Gast Erleichterung von dem Laster des Fischers voll bis zum Rand.
Mach nicht solche Geräusche, Alter, wie wenn ich der letzte Depp wäre. Nein. Denken, Saga. Ja, was willst du denken, Alter, wenn du keine Ahnung hast, wer da noch ist? Vielleicht kann ich es noch nicht machen, scheiß drauf, ich hab keinen Bock mehr. Da komme ich nicht rein, dann schauen wir mal, was wir da reingehen. Oh, gib mir die Farben! Die kosten so viel, die Scheißdinger. Ich weiß gar nicht, was ich für Farben ich in letzter Zeit bestellt habe. Bestimmt auch schon für 100, über 100 Euro. Sternenlicht-Symphonie. Haare verdeckt, das Logo tun. Haare, das im Weltraum. Womit ist die Rakete verbunden? Der Fuß für eine bessere Stilette nach außen rücken. Kann ich jemanden singen hören? Text vergrößern, vielleicht auffälligere Schriftart. Comic-Geschichte. Buchstäblich eine Weltraumoper, ein Sci-Fi-Musical mit einer außerirdischen Dreiecksbeziehung, einer Mordgeschichte. Aliens trifft auf Rare Window. Sunshine trifft auf The Sound of Music. Ein Teil des Musicals in schwarz-weiß in negativen Farben gehalten. Wird mir bisher mein bestes Werk. Okay. War das Schrotmunition? Oh Gott sei Dank. Aber wohnt die Rose nicht eigentlich auch hier irgendwo? Ist was? Ah, warte mal, wir können das aufknacken. Bitte antworten. Megan, sag mir einfach, dass es dir gut geht, bitte. Ich vermisse dich. Ich muss nicht wissen, wo du bist, nur dass es dir gut geht. Antworte mir einfach so, wie bist du mir schuldig. James Johnson to Megan Johnson. Oh, der Vater wahrscheinlich. Ich habe die Schlüssel an die Stelle gebracht, wo das Hochwasser es nicht wegspüren kann. Die Stelle ist zwar etwas schwierig zu erreichen, aber ich bin sicher, du schaffst das. Idee für Graphic Novel. Mr. Skarsgård, mit dem Vorschlag Starlight Symphony klingt wie ein wundervolles Projekt und eine sehr kreative Idee. Doch leider muss unser Verlag Zeitpunkt ablehnen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Träumen Sie weiter. William Portman. Hä, ist das nicht vom anderen gewesen? Das ist Gemahle? Aber ist eigentlich relativ geräumig, ne? Wohin schwer zu erreichen. Tja. Was heißt schwer zu erreichen? Es könnte überall sein.
Und da schwebt was an den Masten. Ich muss das zerschneiden. Da, scheiß drauf, ist so wurscht, was da drin ist. Schauen wir, dass wir jetzt fortkommen und in die Stadt. Ah, shit, die Wichser sind ja da überall. Verpisst euch! Ihr kriegt meine schöne Munition nicht. Puh. Ich hab die Sparkus da oben erledigt, du dürftest nicht jetzt einfach wieder her tun. Die Frage ist, wo war der Kinderreim hier nochmal? Da hinten. Nee, ist nicht offen. Okay. Okay. Ein alter Wächter von der See. Dem Ende nah verflucht den Ozean, der einst ein Augenlicht nahm. Ein alter Wächter von der See. Dem Ende nah verflucht den Ozean, der einst sein Augenlicht ihm nahm. Ja, das passte dann. Frache nun ersann an Wasser, Meer und Ozean. So schlug er ein aufs blaue Nass. Doch in seiner Seele wuchs nur Hass. Ha? Macht keinen Sinn. Oh. Nein. Alter, solche Sätze sind halt scheiße. Die sagen halt nichts drüber auf, wen du nutzen sollst. Der einst sein Augenlicht nahm. Warte mal, wenn ich jetzt ihn nehme und daher du, sagst du dann was? Scheinbar nicht, wenn er richtig ist. Oh. Nee. Versuch's weiter. Das ist falsch. Nein. Sieht falsch aus. Denken, Saga. Ja. Versuch's weiter. Sieht falsch aus. Das ist falsch. Hä? War dann mein alter Wächter von der See. Dem Ende nah verflucht den Ozean. Oh. Oder muss ich den in der Reihenfolge dann aufstellen? Alter Wächter von der See. Dem Ende nah verflucht den Ozean. Der einst sein Augenlicht nahm. Nehme ich den Wetter? Steckend da drauf. Rache nun ersann im Wasser, Meer und Ozean, schlug ein auf blaue Nass. Seine wuchs nur Hass. Ich verstehe nicht, was ich da reintun soll. Ich schau mal kurz. Okay, die haben da scheinbar was mit den Übersetzungen verhaut. Deswegen sind die Kinderreime scheiße und passen nicht. Nämlich statt Rache ersann hätte da wahrscheinlich irgendwas mit Betrüger stehen sollen, stand da dort.
Also in der Lösung, was ich gefunden habe von Eurogamer. Also hier jetzt den Betrüger und hier einen alten weißen Mann. Hä? Hab das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Was ist das? Ah, Puppen nicht vergessen. Könnte sie noch laufen. Gut, dass sie das selber sagt, das finde ich cool. Und das ist halt scheinbar auch das Problem mit dem vom Wortreading. Da geht's lang. Kurz speichern. Warum? Hä? Da lang. Noch ein Talisman für mein Armband. Ja, aber gibt es überhaupt einen Schlüssel jetzt für einen Leuchtturm oder nicht? Maximal Menge der einen Lichtzufuhr wiederhergestellten Gesundheit. Ist mir egal, wir können später alles nochmal nachschauen. Die wurde schnell repariert. Hey, die Kaffeeboys. Ziemliche Show von diesem Arti-Typen heute, hm? Ich mochte es. Ich hatte beinahe Lust, runterzugehen und mitzutanzen. Und warum hast du es nicht getan? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Hey, wie läuft's? Na gut, aber dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Oder wechseln wir erstmal in die andere Welt? Was machen wir dann? Ich war zurück. Das Dunkel. Es hatte mich aufgehalten.
Draft 2. Die Titelseite eines weiteren Manuskripts. Return. Ich war unsicher, ob ich es geschrieben hatte, doch es schien vertraut. Wichtig. Ich musste es finden. Die Handlungstafel war wieder leer. Die Handlungstafel war wieder leer. Ich brauchte ein neues Konzept. Wieder am Anfang. Aber meinem Ziel näher. Das Gemetzel, der letzte Entwurf von Initiation brachte mich in mein Autorenraum, aber nicht in den ich gerade schrieb. Eine andere Realität, eine andere Zeit. Am Ende war ich gestorben, schon wieder. Dunkel hat mich getötet, aber jetzt hatte sich etwas verändert. Meine Erinnerung an das, was passiert war, war nicht verblasst. Es gab noch ein weiteres Manuskript, auf der Titelseite stand Return. Hatte ich das geschrieben? Ich verfasste einen neuen Entwurf von Initiation, um über einen anderen Tator zum Parliament Tower zu kommen. Scratch versuchte Alice über den dunklen Ort zu erreichen. Sie war draußen, aber noch immer in Gefahr. Oh, nicht schon wieder. Willkommen, willkommen. Heute begrüßen wir Alan Wake. Aber dieses Mal wollten wir etwas anderes. Ich war zurück. Ich hatte nicht vergessen. Genauer ansehen, ich wusste Bescheid. Könnte es kontrollieren. Mensch, woher er kommt, wodurch er sich inspirieren lässt und mit welchen Dämonen er zu später Stunde zu kämpfen hat. Zusammen mit unserer Hausband, den göttlichen Old Gods of Asgard, haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der Song heißt Herald of Darkness. Aber ich nenne das nächste Segment die Geschichte von der Reise des Alan Wake. Das Musical! Wir werden tun, was wir immer tun. Wir reden, aber anstatt zu sprechen, werden wir singen! Jetzt kann ich wieder reingehen. Aber was ist jetzt hier? Speicherraum, wo ich jetzt die Realität wechseln kann, wie ich will. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Aber dann, warte mal, was? Artie and the Janitors. Alter, ihr wollt mich doch verarschen jetzt hier. Wie geil. Aber ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Alan Wake 2. Macht's gut und Servus.